Kolleginnen und Kollegen, ja, Franco Foda, ein 3:1 Erfolg gegen Israel ist es geworden. Wie lautet dein erstes Resümee nach diesem Spiel? Na, schönen guten Abend. Klar bin ich mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. In den ersten 20 Minuten haben wir nicht so gut ins Spiel gefunden. Da hat uns das Spieltempo gefehlt, auch die Tiefe im Spiel. Und vor allen Dingen den letzten Pass haben wir auch sehr schlampig immer wieder gespielt. Nach den 20 Minuten haben wir uns dann gesteigert. Israel ist eigentlich mit dem zweiten Torschuss dann in Führung gegangen. Aber die Mannschaft hat danach viel, viel besser gespielt. Haben dann auch verdient noch vor der Halbzeit den Ausgleich erzielt. Hatten ja schon 1-2 sehr, sehr gute Möglichkeiten, um früher auch in Führung zu gehen. Und es ist uns dann Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit gelungen. In der Halbzeit haben wir dann einige Dinge nochmal angesprochen, dass wir noch mit mehr Vertrauen spielen müssen, noch mit mehr Tempo, dass wir auch immer wieder schnell das Spiel verlagern, auch mehr Tiefgang haben. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit dann auch viel, viel besser umgesetzt. Und wenn man bedenkt, dass wir doch vor dem Spiel schon einige Probleme hatten, dann auch in dem Spiel musste ich noch dreimal verletzungsbedingt wechseln, muss man der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Und sie gibt nie auf, kommt auch nach Rückständen wieder zurück, so wie auch schon in Nordmazedonien. Und das spricht für den Teamgeist und auch die Qualität der einzelnen Spieler und der Mannschaft. Danke. Die Translation, please. Es ist niemand da von den Israelis. Doch, okay. Alles klar. Wer hat die erste Frage? Christian Hackl, bitte. Weil sehr lange hat verfolgt diese Geschichte David Alaba. Kann man jetzt sagen, er wird in Slowenien auch nicht spielen? Kann man da jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen? Ja, also die Entscheidung haben wir heute schon getroffen. Der David wird definitiv am Sonntag nicht spielen können. Wir haben alles versucht, alles unternommen. Er selbst, auch unser Ärzteteam, hat auch gestern nochmal einen Test absolviert. Aber bei allen schnellen Bewegungen hat er große Probleme, Schmerzen. Und deshalb war an einen Einsatz heute nicht zu denken. Und am Sonntag ist das auch der gleiche Fall. Peter Klöbel. Ich blicke schon voraus, Herr Teamchef. Bedeutet das dieses heutigen beiden Ergebnisse? Jetzt ist man in der Pole Position für Platz 2. Ist es ein Spieler gewesen, den man sich erträumen konnte nur? Und wie schaut das jetzt für Sonntag aus? Also wir haben, das habe ich ja vor dem Spiel schon gesagt, das Wichtigste immer, was wir bringen. Ja, wir müssen auf uns schauen. Jetzt ist ja Nordmazedonien auch noch voll mit im Rennen. Also die Gruppe bleibt eng und spannend. Und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir uns regenerieren. Und dann den Fokus auf das nächste Spiel am Sonntag legen. Und jetzt muss ich schauen, was mit den Verletzungen ist von Marco, Conny und auch Poschi. Und morgen sind dann noch Untersuchungen und dann werde ich dann auch entscheiden, ob wir vielleicht noch jemanden nachnominieren müssen oder nicht. Und klar, Ausgangssituation hat sich schon verbessert, aber es gilt trotzdem weiter dran zu bleiben. Ich habe immer gesagt, das Wichtigste ist, dass wir es in der eigenen Hand haben. Das ist nach wie vor der Fall. Heute haben wir wichtige 3 Punkte geholt und jetzt gilt es einfach, wie gesagt, dann in Slowenien dann auch nachzulegen. Wer möchte fortfahren? Gerhard Oellinger, bitte. In der Aufstellung waren nur sehr wenige Spieler, die gelernte Offensive sind. Haben Sie das auch so gesehen oder war der Eindruck jetzt nur von außen so? Wenn Sie das Spiel verfolgt haben, dann überlegen Sie mal bitte, wie viele klare Tormöglichkeiten wir in dem Spiel hatten. Schon in der ersten Halbzeit hatten wir schon 2-3 Riesensitzer gehabt. Und es kommt nicht mehr darauf an, ob du mit nominell 3 oder 4 Spitzen spielst, sondern entscheidend in einem Fußballspiel ist, wie du das Spiel von hinten nach vorne entwickelst. Und wie viele Spieler sich dann auch in den richtigen Momenten in den Angriff mit einschalten. Und ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht. Und wir wollten aufgrund auch der Veränderungen im Spiel, der Ausfälle, wollten wir einfach auch Stabilität im Zentrum haben, weil wir gewusst haben, dass Nacho und Solomon 2 sehr gute Spieler sind.
Die haben wir super kontrolliert. Zahavi Dabur hatten wir auch im Griff. Haben eigentlich über 90 Minuten dem Gegner wenig Tormöglichkeiten, klare Tormöglichkeiten zugelassen. Und selbst haben wir doch einige klare Tormöglichkeiten kreiert und hätten eigentlich auch nach dem 2-3-1 noch ein Tor erzielen können. Roland Konter, bitte. Sorry, der Kollege. Trotzdem hat man sich über das ganze Spiel eigentlich das Leben selbst sehr schwer gemacht mit vielen Fehlpässen im Spielaufbau. Haben Sie da eine Erklärung dafür, warum da doch eine gewisse Ungenauigkeit im Spiel war? Ja, es war nicht das ganze Spiel. In den ersten 20 Minuten war das definitiv so. Dann so bis zur 60., 70. Minute war es gut. Hatten wir auch gutes Tempo im Spiel nach vorne. Und klar, nach dem 2-1, also bist du vor allem in Führung, du hast wieder was aus der Hand zu geben, dann wurden wir wieder etwas unruhig. Aber es ist ja normal, wenn du dann auf mehreren Positionen immer wieder was verändern musst und dann fehlt schon der Rhythmus und die Automatismen haben dann vielleicht auch eine Spur gefehlt. Und es war für mich jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber trotz allem, Mannschaft, großes Kompliment, wie wir es dann bis zum Ende fertig gespielt haben. Martin Lang. Im Grunde muss man Ihnen ja herzlich gratulieren, denn im Endeffekt unterm Strich schaut es ja so aus, als wäre die österreichische Fußballnationalmannschaft auf dem Weg zur Euro. Es kommt ein entscheidendes Spiel am Sonntag. Wie gehen Sie denn mit dieser Situation um, dass man so zwischen diese Chance zum Greifen nah hat und eine gewisse Erleichterung, dass Sie die Mannschaft auch Verletzungen verkraften kann aufgrund eines großen Kaders und den Lösungen, die Sie immer wieder finden? Ja, es ist keine Erleichterung. Es war ein wichtiger Sieg, aber wir haben noch nichts erreicht. Also wir können uns jetzt heute freuen, vielleicht noch morgen und dann gilt es ja schon wieder, sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Und für Slowenien geht es jetzt um alles. Sie müssen unbedingt gewinnen gegen uns und wir haben es nach wie vor in der eigenen Hand, es selbst zu regeln. Und, aber wie gesagt, wir haben noch nichts erreicht und es gilt einfach weiter fokussiert zu bleiben. Wir dürfen uns, wie gesagt, kurz freuen. Und dann gilt es einfach wieder, ja, das nächste Match genauso anzugehen, wie auch in den letzten Spielen und vor allen Dingen wie nach den ersten 20 Minuten heute. Mit dieser Aggressivität, mit diesem Biss, mit dieser Leidenschaft, Begeisterung und vor allen Dingen dann auch mit der Qualität im Spiel nach vorne. Das wollte ich gerade jetzt doch nachfragen, aber es ist ja eine Qualität, wenn man auch Spieler ersetzen kann, die ja auch sehr wichtig sind. Das zeichnet ja im Moment Ihre Arbeit und auch die Stärke dieser Mannschaft möglicherweise aus. Ja, das habe ich auch heute in der Besprechung betont. Man kommt zu einer EM nicht mit 11 Spielern, sondern man benötigt immer 20 bzw. 23 Spieler inklusive der Torleute. Ich habe immer gesagt, alle müssen bereit sein für den Einsatz. Es gibt solche Situationen und das war heute der Fall. Ja, Christopher Trimmel kommt rein, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht auf der rechten Seite. Wir haben dann auch Louis, hat sehr gut die Woche über trainiert, ist dann auf der Zehnerposition reingekommen. Es gab den einen oder anderen Spieler, auch Flo Kainz zum Beispiel hat die Woche gut trainiert. Sind alle mit Begeisterung dabei. Ja, wir haben ein großes Ziel vor Augen und da gilt es, alles unterzuordnen. Und nur als Mannschaft, als Team kannst du erfolgreich sein und das zeigt die Mannschaft im Moment. Christoph Gastinger. Ich hätte zwei Fragen, Herr Teamchef.